Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer MTS mit einem kleinen Video zur Version 1.8. Ist ja nun schon eine Weile draußen. Ich habe es nicht eher geschafft, aber ich denke mal, lieber erst die Technik und dann vielleicht mal irgendwann ein Video. Ja, und was ist neu? Es ist halt die Schafe. Ich muss sagen, ich warte schon seit ja, eigentlich schon seit der Modtab in Betrieb ist und auch so in der Art und Seite guckt man ja mal, warte ich auf eine Schafe. Und zwar auf eine Hochgib-Schafe. Es gibt so viele Hochbordwände, aber keine Hochgib-Schafe. Klar, für den großen Radlader gibt es die, aber warum nicht gerade für die kleine Anfangstechnik? Wie eben diesen Kompaktlader von JCB oder eben die Frontlader-Konsole. Ich weiß es nicht und ich weiß auch nicht, warum es kein Modder gemacht hat. Jedes Mal, wenn eine Schafe rauskam, habe ich geguckt, ist es endlich die Hochgib-Schafe? Nein, es war kein. Nun habe ich selber in die Hand genommen. Natürlich einmal hier für Glitzy. Die kleine gab es ja bereits schon für den Glitzy. Aber da passt ja nicht so viel rein. Original soll ein Kubik reingehen, das ist jetzt hier die kleine sozusagen. Und in dem Zug habe ich die Version natürlich gleich noch größer angelegt. Für die 1500 bis 1800 Liter Fassungsvermögen. Und das ist ja dann genau die richtige Größe. Acht für die Frontladerkonsolen oder hier den Skidsteer. Die kleine gibt es für den aber auch noch. Da ist er nicht so breit. Wer halt doch irgendwo eine Karte mit sehr engen Gegenden hat. Und mit der Knicklenkung und Tastatur, das verträgt sich auch einfach nicht so richtig. Dann ist das ja jetzt eine schöne Alternative. Und dann können wir richtig schön hoch abladen. So ist es eigentlich nicht gedacht, aber warum nicht? Probieren wir es gleich mal aus, dass man sieht, dass eben das alles ordentlich funktioniert. Haben natürlich wieder den Float-Modus zur Verfügung. Ja, schon die Bergtreiber auf die Schafe. Ich habe zwar viel probiert, besser ist es nicht geworden. Es kommt also zu diesen leichten Fehlern bei der Füllplane. Für den Flitzy ist diese Bordwand das eine der höchsten nicht zu erreichen. Wird dann aber immerhin mit Frontlader und Skidsteer gehen. Aber die meisten Bordwände schafft auch der Kleine hier. Kleine große. Und damit schafft er mehr auf jeden Fall als Originalschafe. Das ist ja problemlos möglich, ohne Gefahr zu laufen, zu kollidieren, irgendwo reinzudrücken oder wie auch immer. Und am Anfang ist das Beladen ja auch kein Thema. Nur wenn man jetzt wie bei der Frontladerkonsole, man kommt zwar sehr hoch, bloß beim Abkippen, wird die Schafe natürlich so weit runter gedrückt, dass sie wieder im Hänger drin ist. Und wenn dann der Haufen im Hänger entsteht, dann wird es natürlich auch wieder schwierig. Ja, hier einmal die Standardschafe. Da passen jetzt zwar 2000 rein. Aber man sieht es ganz deutlich jetzt hier, es geht erst drüber, aber in dem Moment, wenn ich abkippen möchte, kommt es eben zu diesen hässlichen Kollisionen. Es kommt dann ab den Hafen drauf und es fällt immer noch nicht raus. So, jetzt irgendwie hier so eine Würge. Schön ist halt was anderes. Und die rote Bordwand haben wir natürlich gar keine Chance. Und dann testen wir das jetzt mal hier mit der kleinen Schafe.
man sieht, das geht's dir, kann sogar diese hohe Bordwand jetzt problemlos befüllen. Und genauso klappt es natürlich auch beim Traktor. Aber ich denke mal, das brauchen wir jetzt nicht weiter noch weiter auszuführen. Vielleicht noch ein bisschen Geschichte zur Hochkippschaufel. Sie ist kein Allheilmittel, mit Sicherheit nicht. Mit Zähnen wird man sowohl sicher nie sehen, denn für richtige harte Erdarbeiten ist das alles zu labil. Da würde wieder was kippen. Und man muss auch immer bedenken, sie ist einfach schwerer, durch die ganze Hydraulik, die da verbaut ist. Sie ist in dieser Hinsicht ein bisschen ungünstiger als eine normale Schaufel. Aber für das Laden von Leichtgütern direkt über hohe Bordwände ist es einfach die beste Lösung, da sonst doch Rampen da sein müssten oder eben diese Löcher. Und das können wir uns jetzt hier mit sparen und eben auch mal auf dem Feld, wenn man so einen grünen Hafen auf dem Feld hat, als kleinen Bauer, mittlerer Bauer, dann kann man eben jetzt auch damit überladen. Ja, und das soll jetzt auch zur Version 1.8 jetzt gewesen sein. Ihr habt ja auch gemerkt, dass es zweimal veröffentlicht wurde. Also die Itzi-Schaufeln, die gibt es jetzt einmal speziell natürlich hier für Project Itzi, für die Itzi-Lader. Und dann gibt es die Schaufel nochmal extra als Mod. Wer jetzt den Itzi-Lader nicht haben möchte, kann eben einfach die Suchgib-Schaufeln runterladen. Und dann passen sie eben an den Skizzier oder eben den Traktor mit Frontlader. Kramer-Lader ging auch, nimmt ja auch diese Frontlader-Aufnahme. Ist auch speziell jedes Mal extra Modell. Das sieht man also danach sofort. Und die müssen eben auch so gekauft werden. Also mal eben in der Werkstatt und eine andere Aufnahme dran bauen. Das geht in der Realität nicht. Und deswegen habe ich es jetzt auch so gelassen, dass man die eben einmal mit der entsprechenden Aufnahme kauft. Und dann ist es halt so. Aber man sieht, man kann es auch immer nochmal umspritzen. Farbwahl ist wieder völlig offen und jedem selbst überlassen. Ja, und dann wünsche ich viel Spaß beim Schaufeln. Schip, schip, hurra!